Hallihallo, habe die Ehre und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Accident. Ich sag's zu jeder Folge am Anfang, hier geht's um Autounfälle, hier sind Ersthelfer, wir sind Leute wiederbeleben, manchmal können wir sie nicht mehr beleben und. Also es ist für manche vielleicht ein bisschen sensibel. wenn ihr sowas nicht anschauen könnt und wollt, dann gerne bitte wieder ausschalten. Ansonsten finde ich das hier sehr lehrreich, dass man einfach sieht, wie man als Ersthelfer vorgehen sollte, wenn wir die HLW machen, also Herz-Lungen-Wiederbelebung. Dass man noch sieht, wie oft man drücken muss, wie oft man husten muss und. Also finde ich sehr informativ, das wieder ja, sich aufzufrischen. Das macht nicht jeder jedes Jahr einen Ersthelferkurs oder irgendwie sowas. Manche haben den Führerschein schon lange vor uns gemacht oder also schon lange Zeit gemacht, vor langer Zeit gemacht oder teilweise noch gar nicht gemacht. Somit ist das hier relativ interessant. Wir haben im letzten Video zwei neue Aufträge bekommen. Hier haben wir dieses beendet, wo wir zweimal leider machen mussten. Okay. Nochmal durch. Frage, müssen wir den Unfall absichern? So eine Straße, ja, prinzipiell schon, gell? Okay. Wir sind in Schweden. Schauen wir doch einmal. Okay, hinter einer Kuppe. Mal schauen. Handy haben wir. Haben wir Empfang. Wandereck. Ein kleines Wandereck aus dem Auto, stellen gleich den Motor ab. Machen wir zuerst drei Fahrzeuge. Okay. Löscht das Feuer. Wo ist ein Feuer? Ach du Scheiße. Lassen. Falscher. Ab geht die Post. Das lief ja mal blendend. Er ist gelöscht. Warndreieck. Erstmal Eigensicherung. Das Wichtigste. Gut. Dann stellen wir den Motor überall ab. Eingeklemmt. Eingeklemmt. Motor 3. Schalten. Überprüfen. Filter. Atmet nicht. Oh,
Ja, ich würde wieder aussteigen wollen. Danke. Boah, ey, da musst du echt Vollgas geben. Das ist der zweite, da lag doch einer. Ja. Überprüfen. Schulter. Eine Wunde. Atemwege freimachen. Atme noch. Schon mal was Gutes. Kaputt. So. Gut. Da ist ein Kind mit dabei, oder? Super. Atmet nicht. Nicht angeschnallt oder was? Atmet auch nicht. So, und jetzt? Stelle den genauen Standort fest. Habe ich. Den Verletzten. Den zuerst. Atmung wiederherstellen. Beim Kind. Hilfe. Handschuhe. Maske. Wer ist das? Fünfmal. Hätte das gewusst? Sehr gut. Stille Seitenlage. Maske nehmen. Und am Becken rüberziehen. Eigentlich. Bein erst hoch und dann am Becken rüberziehen, ja. Abstrecken, genau. Gut. Der nicht atmet. Der hat nicht geatmet. So. Schuhe nochmal anziehen. Knöpfe aufmachen vielleicht? Jetzt müssen wir die Unfallursache herausfinden. Aufprallpunkt. Lange Windschutzscheibe. Durch die Windschutzscheibe rausgeschleudert, okay. Ist irrelevant. Windspuren. Machen.
der nicht abgeschnallt war, interessiert nicht, oder? Sechs Stück brauchen wir. Sehen wir noch was im LKW? Wir fahren ohne Sicherheitsgurt. Ja, du Vollidiot. Okay, da ist sonst nichts ersichtlich. Unsere Feuerlöscher. Sonst haben wir hier nichts mehr. Eigentlich müssten wir hier noch was finden. Der ist ja ihm reingerast. Der ist ihm reingerast, der ist aus der Windschutzscheibe rausgeflogen. Der ist auf seiner Seite, der ist nicht auf seiner Seite. Ah, okay. Okay, der ist hier ins Schleudern gekommen. Mhm. Wechsel die Spur, um ein Tier auszuweichen. Okay. Wolfsflock ist irrelevant, aber ist das Tier noch da? Okay. Dann stand erstmal der... Eber stand auf der Straße. Dann hat er die Spur gewechselt. Aufprall. Kein Sicherheitsgurt an. Dann. Ich habe rausgeschleudert und die sind drauf georgelt. Also das lest ihr einmal bitte selber, wenn ihr das lesen wollt. Okay, jetzt nicht geschafft. Nur in Anführungszeichen ein Drama. Deswegen heißt es nicht umsonst immer, ja, es ist schwierig in der Situation, ich weiß, aber auf die Viecher zufahren. Ich habe auch vorgestern, gestern war es erst, stand mir, hat mal ein Reh gemeint, da muss man vor meinem Auto kreuzen. Ne? Was willst du machen? Vollbremsung und versuchen, sofern kein Gegenverkehr kommt, war Gott sei Dank eine Nebenstraße, sag ich mal, versuchen auszuweichen und ich habe halt Gott sei Dank nur einen Streifschuss gemacht. Am Auto nichts hinne und nichts am Tier, das ist wohl weitergelaufen. Gehabt, aber wenn halt da so ein LKW dir entgegenkommt, dann sage ich halt immer lieber einmal Tier töten und dein eigenes Auto kaputt, bevor der andere Leben noch mitnimmst, wurscht. Meine Meinung. Ist halt eine Situation natürlich schwierig, weil es so schnell und so fix geht, aber. Man sieht halt dann die Ergebnisse. Lieber halt nur du, nicht bevor andere Menschen und Kinder und Familie und bla. Oh Gott. Okay,
kenne Menschen, die sich, die lieber andere Menschen verletzen würden, anstatt dieses Tier zu verletzen. Das ist für mich nichts mehr mit Tierliebe oder irgendwas zu tun hat. Eine persönliche Meinung, ne? So, jetzt schauen wir mal, was uns hier denn erwartet. Okay, Armblinker. Ich hab ein Handy. Dann legen wir gleich los mit einem Notruf. Sichere das Auto am Abhang ab. Oh je. Yeah. Spät gelesen. Ja. Okay. Habe ich nicht gelesen. Ich bin halt immer bedacht auf Eigensicherung erstmal, aber gut. Jetzt weiß ich auch, was diese zwei Ausrufezeichen hier an der rechten Seite zu bedeuten haben. Das sind Aktionen, die wir halt einfach schnell machen müssen. Ja, das Auto habe ich nicht gesehen. Sollte man sehen, ne? So. Armblinker. Handy. Anrufen. Schneller. Das wird zu gefährlich. Aber was soll ich da machen? Ja, Misserfolg. Ja, ja. Wir können ja Zeit zurückdrehen. Wir müssen gar nicht komplett neu durchstarten. Was soll ich denn? Ich verstehe nicht, was ich tun soll. Ach. Ah ja, okay, verstanden. Verstanden. Stein hinter den, ja, komm. Kofferraum beschweren oder was? LOL! Komm jetzt mal auf die Idee. Okay. Das Auto wird brennen, oder? Das Auto brennt. Motor erstmal abstellen. Ah, da, 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 da. Auf der Kübel, Feuerlöscher.
Willst du mal aussteigen, Freundchen? Oh, hier muss ich doch kein Motor mehr abstellen, oder? So. Eigensicherung. Das Auto ist ausgebrannt, da ist nichts mehr zu retten, schätze ich mal. Ja? Standpunkt. Nichts. Auch sorry, aber warte. Zumindest nichts gebrochen. Okay. Was? Und Gott, kann man es nicht. Da ist auch noch eine Wunde. Dran. Gute Frau. Können wir noch nicht entfernen? Sie in Ihrem Fahrzeug. Auf jeden Fall hat sich der Rote mit dem Auto, was sie überschlagen hat, gecrashed und der andere wollte ausweichen und ist halb die Klippe runtergefahren. So ist jetzt meine Diagnose. Schauen wir mal. So, hier sind schon mal keine Bremsspuren. Hüpfitze. Ein Loch im Reifen. Es sind keine Bremsspuren, es ist nur kaputt. Okay. Welche Punkte brauchen wir denn? 5. Ja, da drin werden wir nichts mehr finden, oder? Relevant. Warum eingeklemmt? Auch nichts mehr drin. Okay. Den hat's da runter überschlungen, oder?
Das sind 5 von mir. Hier. Boah, das ruckelt echt fies, gell? Habe ich schon alles runter gerade. Hier oben ist aber nichts mehr. Okay, jetzt haben wir alles. Also, erstmal das. Das. Dann das. Dann das. Vogelgeschrei noch zum Schluss. Okay. Dann haben wir wieder was gelernt, ne? Weil wir immer durchführen, bis Krankenwagen da ist. Und ist wichtig. Dann Viertelstunde dauern. Ich auch schon in der Ersthilfeübung machen dürfen. 10 Minuten lang HLW machen. Ja, mit einem Kollegen im Haus gesetzt. Du bist natürlich zu zweit abwechseln und danach kannst du nach Hause gehen, weil da bist du Fetzen hier, aber sowas von. Aber es ist auch mal nice, dieses Erlebnis gemacht zu haben, ne? Okay. Dann würde ich sagen, reicht das für diese Folge. Ich hoffe, es war für euch wieder informativ. Ihr konntet ein bisschen Info mitnehmen. Es ist natürlich nur ein Spiel, klar. Macht ein paar Fehler. Ich habe beim ersten Mal, wo das Auto an der Klippe war, mir gedacht, hockst dich halt hinten rein. Gegengewicht. Dass du jetzt Steine nehmen sollst. So schnell habe ich das jetzt nicht überrissen. Okay. Und erstmal am Anfang einen ordentlichen Überblick verschaffen. Nicht gleich durchstarten, weil deswegen habe ich hier die 2 Ausrufezeichen verpeilt. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich gebe noch als Randinfo. Das Spiel hat wohl nicht ganz so viele Missionen. Ich denke, das ist so ein gutes Zwischendurch mal, ein bisschen was Informatives, wo man was lernen kann. Einfach mal was anderes. Bleibt gerne dran. Wir
wir machen im nächsten Video wieder weiter und schauen, dass wir weitere Unfälle auflösen und helfen können. Bis dahin sage ich, habe die Ehre und Servus!